Wir sehen hier die Schreibkugel von Friedrich Nietzsche. Das ist in mehrfacher Hinsicht ein faszinierendes Objekt. Sie ist in den 1860er Jahren von dem dänischen Pfarrer und Lehrer für Taubstumme Morling Hansen entwickelt worden. Es ist die erste serienmäßig hergestellte Schreibmaschine. Nietzsche war extrem fehlsichtig und hatte einfach Probleme, auch seine eigene Handschrift wieder zu entziffern. Er war unendlich fasziniert von diesem Teil aus Eisen, auf das er sich ja auch so lange gefreut hatte und Hoffnungen gesetzt hatte, dass er jetzt endlich besser schreiben kann, deutlicher schreiben kann. Also er hat vermutlich vergnügt losgehackt darauf, aber so einfach war das dann nicht. Er hat dann auch ein eigenes Gedicht verfasst zur Schreibmaschine. Er identifiziert sich mit diesem Ding aus Eisen, mit dem man eben unglaublich feinsinnig und taktvoll umgehen muss. Schreibkugel ist ein Ding, gleich mir von Eisen und doch leicht zu verdrehen, zumal auf Reisen. Geduld und Takt muss reichlich man besitzen und feine Fingerchen uns zu benützen.